Es ist ja inzwischen gang und gäbe, wir kennen es gerade aus dem Jurassic World Universum, dass bestimmte Producer oder Regisseure Sachen aus älteren Filmen, die im selben Franchise spielen, nochmal, naja, retconnen ist da der Begriff. Das heißt, sie nehmen bestimmte Dinge, die mal so gewesen sind, und verändern sie dann so, dass sie jetzt zur aktuellen Geschichte passen. Als Beispiel aus dem Jurassic World Universum, die Lagune, in der der Mosasaurus gewesen ist, war in Jurassic World 1 an einem anderen Standpunkt als dann in Jurassic World 2. Der Grund dafür ist eben einfach der, dass Colin Trevorrow das Tier unbedingt in Jurassic World Dominion haben wollte und deswegen quasi den Platz geretconnt hat, was saudämlich ist, aber trotz allem ist es eben passiert. In diesem Video jetzt hier reden wir über ein weiteres Retcon, diesmal aber aus dem Godzilla-Universum, quasi aus dem Monsterverse, was uns auch tatsächlich eine Theorie bestätigt, die wir doch alle irgendwo schon auf dem Schirm hatten. In diesem Sinne fangen wir an, viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr werdet schon anhand des Thumbnails erkannt haben, anhand des Titels. Und genau, es geht auch hier in dem Video jetzt wirklich darum, dass sich einer der Producer zum Godzilla and Kong oder Godzilla Kong, The New Empire Film, so ein bisschen verschwatzt hat. Denn auf der Social Media Plattform X oder X, also das ehemalige Twitter, wurde nämlich einer der Producer darauf angesprochen, ob es sein könnte, dass Shimo möglicherweise Ghidorah eingefroren hat. Und zuallererst hat man dann darauf hingewiesen, naja, es wurde ja aber eigentlich so erklärt, damals zumindest immer noch, dass Ghidorah quasi irgendwie auf der Erde abgestürzt ist, weil die Ghidorah kommt ja nicht von der Erde, hat dann eben einen Kampf gegen Godzilla verloren und wurde dann deswegen eben eingefroren. Das war die Antwort, mit der wir uns eigentlich auch alle lange Zeit zufrieden gegeben haben, denn was hätte auch anders passiert sein sollen? Inzwischen allerdings wissen wir ja, dass Shimo eine Eisfähigkeit hat, den sogenannten Ice Bite Breath heißt das Ding, glaube ich. Nein, Quatsch, Frost Bite Breath, so war das Ganze. Und Ghidorah, naja, so wie Ghidorah eingefroren war, würde das auch keinen Sinn machen. Ich meine, bis Ghidorah hätte einfrieren müssen, in dieser Pose hätte der ja auch wirklich dann so stehen müssen über einen längeren Zeitraum. Es sei denn aber, Ghidorah ist blitzartig eingefroren worden. Und naja, diese Theorie haben wir auf dem Kanal hier auch schon mal geäußert und das ist eine der wenigen Theorien, wo die meisten von euch mir recht gegeben haben. Wo es dann hieß, ja, im Endeffekt könnte das wirklich so sein und das würde auch nochmal so einen schönen Bogen schlagen zu der Monsterverse-Geschichte. Und tatsächlich soll das wohl auch der Fall sein, denn die offizielle Story, also die offiziell zum Kanon gehörende Erklärung, dass Ghidorah nach dem Kampf gegen Godzilla in diesem Eis eingefroren ist, die ist jetzt wieder zurückgenommen worden mit der Aussage, naja, wir dürfen halt nicht vergessen, dass eben auch ein Shimo einen sogenannten Frostbite Breath hat und mit dieser Fähigkeit kann Shimo, ebenfalls jetzt bestätigt, binnen weniger Sekunden ganze Areale in Eis einfrieren. Und naja, im Endeffekt haben wir jetzt dann hiermit mehr oder weniger die Bestätigung, dass Shimo wohl damals mit an dem Kampf beteiligt gewesen ist, in welcher Form auch immer, und für das Einfrieren von Ghidorah verantwortlich ist. Ich behaupte jetzt einfach mal hier, ich lehne mich aus dem Fenster und sage einfach mal hier, das ist für mich eine ganz klare Bestätigung, wenn jetzt nämlich komischerweise zu dem Zeitpunkt, an dem der neue Godzilla-Film erscheint, wo wir ein Tier haben, das eine Fähigkeit besitzt, mit der es blitzartig ganze Gegenden einfrieren kann. Genau jetzt gibt es auf einmal einen Retcon zur eigentlichen Geschichte, wie Ghidorah eingefroren ist. Finde ich schon ein bisschen verdächtig auf jeden Fall. Ich könnte wetten, dass man hier im Film mindestens mal darauf eingeht, dass Shimo dafür verantwortlich ist. Das war jetzt ein relativ kurzes Video, aber ich wollte einfach mal diesen Gedanken mit euch teilen. Was sagt ihr zu der Aussage des Producers? Könnt ihr da meine Meinung nachvollziehen? Sagt mir auf jeden Fall eure Meinung dann dazu. Glaubt ihr, dass das wirklich im Film erklärt wird? Glaubt ihr, dass Ghidorah von Shimo eingefroren wurde? In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.